Es gab unzählige Tränen auf dieser letzten Flippers-Tour. Tränen der Trauer wegen der Endgültigkeit des Abschieds. Aber auch Tränen der Freude über die klingende Lebensfreude, die Rührung und Dankbarkeit. Und zwar auf beiden Seiten. Denn wie heißt es doch so schön? Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Oder spätestens, wenn die Polizei Tränengasbomben durchs Fenster wirft. Die Flippers haben auf nichts davon gehört. Aber jetzt haben sie trotzdem aus Versehen Schluss gemacht. Und viele Tränen wurden daraufhin vergossen. Nicht nur bei Produzenten bizarrer Polyesterperücken und Vertretern der Haarfärbemittelindustrie, sondern auch bei den Herstellern augenkrebserzeugender Herrenbekleidung. Matt Manfred vom Menopausenhof, Onanierunfall Olaf und Bernd, das trommelnde Ferkel mit der Schädelschambehaarung. Diese drei bumsfidelen Baggerbarden nannten sich die Flippers. Und ihre erfrischend ewig gleichen Lieder über Liebe, Lust und Sextourismus werden uns wohl für immer im Gedächtnis bleiben. Leider. Ei, 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 Herr Kapitän, so eine Seefahrt macht das Leben schön. Denn jetzt weiß ich endlich einmal, wie das ist, wenn bei 20 Knoten eine Frau dich küsst. 7 Tage lang Sonnenschein, 7 Tage nur mit dir allein. Das sagte Hallo, schön, dass Sie uns noch einmal wiedersehen müssen. Auch wenn wir aufgehört haben und klinisch schon lange tot sind, wir sind die Flippers. Ja, ich auch, übrigens. Ja, ja. Vor über 40 Jahren haben wir uns getroffen. Ich hatte gerade meinen Job beendet, auf einem gesunkenen Makrelendampfer als verantwortlicher Skipper. Ich kam vom Schiffsarzt und hatte ganz schlimm Tripper. Und ich saß allein zu Hause und guckte Flipper. Aber dann hat das Schicksal uns zusammengeführt, beziehungsweise das Arbeitsamt. Naja, eigentlich die Schlachterei von meinem Vater, wo ihr dann ein Praktikum gemacht habt. So war es ja eigentlich. Was auch immer. Dort hast du uns jedenfalls singen gehört. Ja? Also eher schreien, würde ich sagen. Ja, weil du Olaf mit dem Bolzenschussgerät in Fuß geschossen hast. Auf jeden Fall begannen wir dort gemeinsam zu musizieren. Ja. Auf unseren ersten selbst gekauften Instrumenten. Selbstgemachten, um genau zu sein. Also aus Rinderknochen, Schweinedärmen und Tierkadavern. Das klang ziemlich scheiße, fand ich eigentlich. Aber diesem ganz speziellen Sound sind wir immer treu geblieben. Und Texten voller Romantik, ja. Liebe zu sehr viel jüngeren Mädchen aus exotischen Ländern, Lebenslust und die kleinen Problemchen des Alltags. Ja, also ich fand, eigentlich ging es immer um Bumsen, mehr oder weniger, also jedenfalls. Nach so vielen Jahren hieß es allerdings für jeden von uns, Abschied zu nehmen und etwas ganz Neues kennenzulernen. Zum Beispiel richtige Musik, einen dritten Akkord. Oder auch einfach mal Noten. Und ganz unter uns, nach über 40 Jahren wundervoller, ehrlicher Freundschaft, kann ich diese zwei doof grinsenden Scheißköpfe auch einfach nicht mehr sehen. Das hätte ich selbst nicht schöner sagen können, du blöde Pimmelfresse. Ja, und ich hab euch um eure Kohle beschissen und all eure Frauen gefickt. Tschüss.